Leute, willkommen zurück zu Zombie Army Trilogie. Wir haben immer noch unseren Todesbaum hier vor uns. Den da. Der ist echt nice. Wie gesagt, ich würde mir den echt in den Garten stellen. Definitiv. Wir sollen jetzt ein besessenes Opfer töten. Okay. So, wir sollten ihn töten. Er wollte das ja. Und jetzt sollen wir uns zum Versteck begeben. Was ist mit dem Ding hier? Fest verwurzelt im Boden. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg. Oder ist das immer noch? Wir sind immer noch auf der Jagd. Nach dem übernatürlich starken Zombie-Hitler. Wow, 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 wow. Ganz ruhig, Mann. Oh shit, wie viele sind das? Alter, wie viele Sniper jumpen hier rum? Gott, bin ich dumm! Da ist einer. Da hinten hängt irgendwas im Baum. War das eben der, der uns getroffen hat, oder ist da noch einer? Da hinten ist noch einer. Wo ist er jetzt hin? Auf dem Boden gejumpt? Warum? Ist doch untypisch für einen Sniper. Aber wir haben ihn. Ich hoffe, es war der letzte. Die übelst hart nerven. Boah. Nerv hier nicht rum. Hier genauso. Lingdong macht einen Abgang. So, ist jetzt da noch ein Sniper oder nicht? Optisch ist das mal wieder mega krank. Gefällt mir. Schaufelmann hängt am Baum. Nein. Der gute alte Schaufelmann. Wir erlösen dich. Wir erlösen dich. Können die da raus irgendwann oder... Oder nicht so. Och Mann, Schnitter. Was tust du denn da schon wieder? Meilenweit daneben schießen aus 2 mm Entfernung. Das ist das, was ich am besten kann. Ja, was ist das denn jetzt schon wieder? Hattest du gerade eine Luga dabei? Was ist mit dir? Kommt es hier Reihe für Reihe gespawnt, oder? Das Problem ist, dass die, die in den Bäumen da rumhängen, am Dauer rumdingsen sind und man dann gar nicht mitkriegt, ob noch einer am Boden irgendwo ist. Aber die killen wir auch alle. Kann das sein, dass der Stahlhelm die Gegner teilweise retten kann, oder... Ey, du krebst da auch noch hart ab. Kann man die auch killen? Nein. Aber ihr seid schon miteinander verwandt, weil ihr alle gleich ausseht. So, gibt's hier jetzt noch irgendwo irgendwas, das irgendwie lebt? Eher so, nein. Ja, ich höre keinen mehr. Glaube ich. My husband. Oh God.
took my husband. Der Fehler himself ist zurück. Das ist ja schön. Ey, wir haben hier jedes Gewehr zur Auswahl, oder? Kann das sein? Ich habe mich so an das Gewehr 43 gewöhnt. Ich kann das gar nicht mehr ablegen. Was geht hier ab? Muss ich den killen oder retten? Ich lasse ihn da erstmal hängen. Ich weiß es nicht. Oh. Das ist auf jeden Fall ein Beschwörer. Der Typ mit den Hardcore-Kopfschmerzen. Hä? Ich habe gerade Damage gekriegt, oder? Oder? Kam mir das nur so vor. Kann mich auch getäuscht haben. Aber gefühlt habe ich gerade Schaden kassiert. Hä? Interessant. Help? Weiß nicht, soll ich euch töten oder? Ich mach's einfach mal, weil ich nicht weiß, was ich mit denen tun soll. Ansonsten. Eigentlich erlöse ich die damit ja auch, ne? Ja, die sehen alle aus wie wir, wie Dr. Ephraim Zweiger. Eigentlich helfen wir ihnen damit, weil so wie das aussieht mit den ganzen Ketten drin, hat mal wieder hart was von Hellraiser. Wo denn? Bist du das? Du bist doch schon tot. Ach, der. Der war's. Okay. Ist doch schon viel ruhiger so, ne? Ja, wir können die looten. Okay. Boah, da hinten müssen wir hin zu dem Schloss da oben. Zu dem da, was ein bisschen unscharf im Hintergrund ist. Ja, alles klar. Das wird dann nicht ganz gechillt. Durch können war mir auch klar. So wenige nur? Bei meinem schlechten Skill reichen die. Aber habe ich das gerade richtig gesehen? Wir sollen in einen Sägeberg. Ey, mich hat die Schranke fast erschlagen. Was geht ab? Wow! Noch ganz richtig im Kopf da hinten, oder was? Jetzt ist er nicht mehr ganz richtig im Kopf. Es wird doch bestimmt nicht nur der eine sein. Das sollten wieder diese Respawn-Gegner, dass wenn ich sie kille, sie alle wiederkommen. Glaube ja. Aber das hatten wir ja schon ein paar Mal. Oder auch nicht. Jetzt müsste man hier so eine fette Steinkugel runterrollen und sie aber plattwalzen. Das hätte Stil. So à la Indiana Jones. Wieso haben die denn jetzt eigentlich grünes Blut? Jedenfalls sah es kurzzeitig grün aus. MP40, Muni? Hä? Wieso für die MP40? Wir haben doch die MP44. Was ist mit ihm los? Lol. Ich höre da eine Kettensäge. Bezwinge die Kettensäge, Elite!
What ist das denn jetzt? Ne. Kettensägen-Elite? Was ist das? Das ist das Ding da. Ach du Schande. Schaufel mal, helf mir doch mal. Der zersägt seine eigenen Leute. Ach du Scheiße. Wow. Wow, was geht? Wie gestört ist denn das? Boah, die hat einen Stahlhelm auf. Lass mich durch. Hier genauso, lass mich durch. Gibt es da irgendeinen Trick, um den zu besiegen? Hier ist kein Explodierzeug, kein gar nichts. Ich glaube, ich muss unbedingt erstmal alles andere loswerden von diesem kleinen Gewichs hier. Aus dem Weg. Ja, das erledigt er aber schon für uns. Hier, nimm die. Ich komme da nicht mehr raus. Der hat mich gerade selber gekillt. Geil. Alter. Machen wir gleich so. Kann man den vielleicht mit der Sniper gar nicht killen? Schaufel mal, du warst echt gar keine Hilfe gerade. Wie killt man den? Wie killt man diesen Kettensägen-Typen? Auf jeden Fall muss erstmal das kleine Kruppzeug da weg. Oh, Schaufelmann, leg dich hin. Die Kettensägen-Elite. Alter, es ist doch schon wieder richtig gestört. Aber er rastet hart aus, wenn man ihn trifft. Ah, okay. Hat gerade seinen Helm verloren. Bringt das was? Nicht wirklich. Ich frage mich vor allen Dingen auch gerade, ob der einen One-Hitten kann. War ja immer eine Kettensäge dabei, ne? Denkbar. Denkbar, dass der einen One-Hitten kann. Und er ist schnell. Ja, hör auf, da rumzukringeln. Ich bin da. Treff doch mal, Schnitter, Alter. Was ist mit dir? Ja, warte. Landmine? Keine Ahnung, ob die was bringt. Nicht viel. Er ist down. Alles klar. Alles klar. Er ist down. Der Dude ist ja richtig übel. B
Die Kettensägen-Elite. Allein der Name ist schon. Und Schaufelmann, du bist hier, ja? Hast mir aber nicht geholfen. Warum? Ja, aber war ich doch immer nett zu dir. Also, mehr oder weniger nett. Oh, hier keine Munition mehr. So allmählich. Okay, wir haben eine neue Gegnerart kennengelernt. Ist es eigentlich ein Bob mit Kettensäge in Stärker? Haben wir ab jetzt Bob und Bobby? Oder so? Wer weiß. Ist hier was? Steel Grenades, okay. Munition? Ja, Munition. Oh. Ich erst mal eher gewusst, dass hier Munition drin ist. Dann hätte ich ja auch einfach fröhlich drauf losballern können. Was ist mit ihm? Okay. Dann ruh dich weiter aus. Okay, okay, okay. Könnte ich jetzt vielleicht einen Safe-Raum bekommen? Nein, aber ein Kontrollpunkt und ein Schaufelmann. Den ich wieder nicht treffe. Hey, was ist das? Okay. Der bewegt sich noch. Jetzt nicht mehr. Warum konnte man da drauf schießen? Ich meine, klar, dieses ganze Bombengedöns ist runtergefallen, aber warum? Da war ja nichts drunter, oder doch? Oh, das ist ein MG. Okay. Da ist ein MG. Das heißt, hier wird es wohl gleich hart abgehen. Und wie hart es hier abgeht, oh, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.